أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mein Name ist Abdulhaqim, ich stamme ursprünglich aus Spanien, bin jetzt Alhamdulillah 8 Jahre im Islam und ich wollte mal kurz meine Geschichte erzählen, wie ich zum Islam gekommen bin. Also als erstes, von der Familie aus sind wir halt in der so katholischen Familie aufgewachsen und haben halt viele Sachen, Aktivitäten in der Kirche mitgemacht, also sprich Kommunion, Firmung, ich war auch aktiv in Messdienerunterricht und habe auch Messdiener in der Kirche gemacht und so. Also war halt aktiver, was man so einen Christ nennen kann. Und dann aber später mit der Zeit habe ich halt meinen Glauben so verloren irgendwie, weil durch diese Sache, dass man, da gibt es halt einen Vater oder der Sohn oder so, dann irgendwie, das hat mich irgendwie stutzig gemacht und irgendwie habe ich dann meinen Glauben irgendwie verloren, habe an gar nichts mehr eigentlich gedacht. So, also Atheist war ich eigentlich am Ende. Und dann, subhanallah, so also nach ein, zwei Jahren, dann habe ich dann eine Arbeitsstelle angefangen und habe, da waren muslimische Mitarbeiter und dann in so einem Gespräch halt, im Gespräch mit den Muslimen da, haben die mich gefragt, ja, was denkst du über Gott und so. Und dann habe ich halt gemeint, ja, nee, es gibt keinen Gott und das ist doch alles gelogen und so. Und dann halt durch dieses Gespräch, was sie mit mir geführt haben, die haben so ein bisschen Dauer gemacht, haben mir mit Islam erzählt und dann haben die, also, dann haben die mir das, also der Grund gezeigt, warum ich meinen Glauben verloren habe. Das war nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern also dieser Weg halt, der gezeigt wird halt von der Kirche und sowas. Das ist der falsche Weg. Und Alhamdulillah, ich habe halt dann angefangen, so Bücher zu lesen über Islam und habe auch einen Koran in Deutsch gelesen. Und Alhamdulillah, da waren auch gute Muslime, die haben mich auch in den Moscheen mitgenommen und so. Und es ging eigentlich ganz schnell, Alhamdulillah, so. Das waren so ein, zwei Monate und dann habe ich halt die Shahada gesprochen und bin dann in Islam reingekommen. Und Alhamdulillah, so, seit ich den Islam angenommen habe, das Leben ist sehr gut, weil der Islam, der spricht über alle Situationen im Leben. Es gibt keine Situation im Leben, worüber der Islam nicht spricht. Der redet über Familie, über Arbeit, über sogar. Unser Prophet hat uns sogar erzählt, wie wir uns im Bad, auf der Toilette und alles, also subhanallah, der erklärt alles. Es gibt nichts, was nicht erklärt wird von Islam und das ist der einzig richtige Weg. Und ich empfehle jeden, also ich lade alle Leute zum Islam ein und die Leute, die suchen, die sollen sich mit dem Islam beschäftigen und in Büchern lesen und sich inshallah darüber informieren.